Leute, der Hand of Blood Kommandant ist zurück. Der, bei dem ich letztes Jahr einen Hauptkanal drüber gemacht habe, 2 Tage lang an die 500 Voice Lines eingeschrien habe. Und der ist jetzt für kurze Zeit wieder erhältlich bis Anfang August. Alle Infos in der Videobeschreibung. Und was ist das, falls ihr euch fragt, hä, was für ein Hand of Blood Kommandant? In World of Tanks habt ihr immer in eurem Panzer eine Crew. Da gibt es einen Kommandanten. Und ihr könnt euch jetzt in 3 unterschiedlichen Paketen den Hand of Blood Kommandanten holen. Den könnt ihr in irgendeinen Panzer bei euch reinsetzen. Der kommt auch mit 3 Vorteilen, ist mega gut. Und der quasselt euch dann in Form von meiner Wenigkeit in-game zu. Also, viel Spaß beim Video. Also, liebe Kinder, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Es gibt den Hand of Blood Commander wieder. Den ich vertont habe. Lol, und The Boys ist auch wieder da. Hier. Der Hand of Blood Commander. Schaut euch das an. Der sitzt bei mir im E100. Sehr hier ist. Maximilian Knabe. Knabe ist nicht zu unterschätzen. Einmal hat er mit bloßen Händen 5 Panzer aus dem Schlamm gezogen und ist dabei kaum in Schwitzen gekommen. Als Panzerkommandant führt er sein Team zum Sieg. Egal, ob das Team will oder nicht. Ja, eben. Auch nicht immer. Ja, und der labert euch in-game übel zu. Werdet ihr gleich sehen. Das heißt, man kann den sich holen, dann kann man den hier so in seinen Panzer reinsetzen. Kann man in jedem machen. Und in-game schreit euch die Hucke voll. Ich habe 2 Tage lang Voicelines für den aufgenommen. Ich war beide Tage komplett heiser danach. Und genau, wir haben letztes Jahr dazu ein Hauptkanalvideo gemacht. Das war, wann war denn das? Im März. Letztes Jahr im März. Crazy. Und das ist so eine Anekdote an meine, ich habe ein paar Kurzfilme gemacht, oder wir haben ein paar Kurzfilme gemacht, immer über die Jahre zu World of Tanks. Und der ist so eine kleine Anekdote. Ach guck mal, hier hatte ich sogar das Outfit. Krass. Ja, das ist der Panzer mit dem höchsten Alpha-Schaden auf T8. Wenn ich noch richtig informiert bin. Kann sein, dass es inzwischen veraltet ist, aber der hat halt die übelste Wumme. Also wirklich die übelste Wumme. Alpha-Schaden, also Schaden pro Schuss. Jetzt nicht Schaden pro Minute, wisst ihr, was ich meine? Sondern Schaden pro Schuss. So, ich könnte mich jetzt hier reinstellen. Beispielsweise. Oder da oben beim Stritzwagen. Ich stelle mich mal hier rein. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ist veraltet. Okay, krass. Welcher Panzer hat noch mehr inzwischen? Holy shit, was wird mit dem gemacht? Wo steht der denn? Ich wechsle mal noch die Posi, solange da Party ist. Chinesen-Heavy. Okay, krass. Also auf T8 meine ich, ne? Ist bei mir und meinem Bruder auch als Salami-Haubitze bekannt, der Panzer. Okay. Schöne Salami-Haubitze. Ja, aber da kann ich durch die Mauer schießen, right? Ja, aber die sind jetzt hinterm Gebäude, glaube ich. Nee, sind die nicht. Okay, warte, wenn er da nochmal kommt, schieße ich. Das ist ein halt T10er, ne? Ich bin nicht aufgegangen. Übel gut. Ja, ja. Digga, Salami-Haubitze im Chat? Was ist das denn jetzt? Also wir wurden hier im Hof komplett überrannt. Also generell, wir haben keine Spieler da. Guck mal, mein Team ist, sind alle beim Spawn. Oh, den habe ich, oder? Oh, den hätte ich gehabt, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin so ein God-Gamer! Ich ziehe hier den T10ern die Hosen aus. Also mein Team ist komplett beim Spawn. Ich habe hinter mir eine Arti. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ach du Scheiße, ich bin so am Arsch.
Digga, ich durchschlag den nirgends. Ich durchschlag den nirgends. Hilfe! Das ist ein T10er! Ich mach ihn nochmal auf. Und weg. Ah! Oh, Scheitel gezogen. Doch nicht. Ja, schön. Gib dem. Schön. Schön. Arti wird schön. Er hat sich umgedreht. Ich kann in den Arsch schießen, aber da auf dem Hügel sind safe, Leute. Ja. Egal, YOLO. Nee, doch nicht. Ja. Scheiße, Bruder. Okay, der hat aber geschossen. Ich bin safe. An sich jetzt okay. Wenn ich hier stehe, decke ich halt den zum Beispiel die ganze Zeit auf. Aber wenn die gegnerische Art jetzt schießt, habe ich ein Problem. Ey, wir halten hier gerade richtig auf. Ich mache hier richtig Work. Das ist alles indirekter Schaden, den ich mache. Guck mal, wir haben die Fabrik zurückerobert. Jetzt darf die Arti mich nur nicht. Okay, die hat da hingeschossen. Die Arti hat den Sturzwagen abgeballert. Bitte mach den Minotauro. Bitte. Bitte, Stefan, bitte. Ah, schade. Nice! So, jetzt kann ich mich hier wieder hochwagen. Lenzen und Partner? Schön. Oh, das ist eine gute Runde bisher. Gute Runde. Schade. Digga, jetzt pushen wir hier richtig. Das kann ich nicht durch... Die Mauer kann ich nicht durchschießen. Aber da kommt schon einer von hinten. Okay, ich rück auf. Geil. Geil! Jetzt Zangenattacke. Guckt euch die Minimap an. Die Fabrik ist ein Bahnhof. Ist doch scheißegal. Namen sind Schall und Rauch. Zugriff. Stuttgart 21? Das ist der BER. Sieht man doch. So sah das während des Baus aus. Also manchmal. Hat es auch bestimmt mal gebrannt. Lad nächstes Mal HE. Kein HE. Was denn nun? Bist du schizophren? Lad HE. Kein HE. Also ich meine nicht, bist du schizophren. Wir haben hier immer dieses Schizo-Emote. Doch, HE. Ja, true. Ja! HE! Geil. GG. Noch zwei? Treibt sie in die Enge. Ja. Ah, ich brauche ewig zum Nachladen. Lad HE jetzt! Ich am Ausrasten. Ja, nice. Geil. Gute Runde. Also, ich hab's gesagt. Die T8-Runden in so... Also, die T10er-Runden, wenn man da als T8-Typ reinkommt, unterschätzt das mal nicht. Spiel doch mal Light zum Spaß, bin ich so schlecht mit. Das Ding ist, Light ist, finde ich, die schwierigste Rolle, weil du so krasse Map-Knowledge brauchst. Dafür spiele ich es viel zu selten. Aber es ist sehr belohnt, wenn man einen geilen Spot hat, dann macht es sehr viel Spaß. Also wenn man da... Ja, theoretisch ist es wahrscheinlich ein Video gucken für jede Map. Falls es so Content gibt auf YouTube, I don't know, wahrscheinlich nicht. Und dann einfach so die Spots kennen, jeweils welche Seite man spielt. Vielleicht gibt es sogar irgendwelche Google Sheets. Und dann schön in die Büsche. Ja, auf welchen Panzer ich auch nochmal Bock hätte. Also wie gesagt, der Kranwagen, den habe ich übel Bock. Aber auch hier britischer Heavy. Mit diesem... Ah, wie heißt der nochmal? Auch mit diesem überheftigen Turm. Mann, der sieht aus, als hätte er so Zinn. Der Turm ist übel heftig. Wie heißt der nochmal? Ich krieg gerade den Namen nicht ein. Conqueror, Super Conqueror, ja. Den finde ich auch geil. Aber ist eigentlich ziemlich ähnlicher Playstyle. Ja, ansonsten... Boah, Alter, der hat ja übel kassiert. Generell gutes Matchmaking für uns.
Okay, wir haben die Runde von eben verloren. Das ist der WZ mit dem Düsenantrieb, ne? Der ist crazy. Oh, falsche Muni. Oh Gott. Gott sei Dank. Aber drauf geachtet. Okay, der hat geschossen. Kein Plan, wie lange der nachlädt. Okay, der panikt. So, jetzt können wir. Schön. Nice! Endlich mal Luck gehabt. Wirklich. Richtig gut. Ich drehe um. Instant. Ne, da war ich jetzt... Das war risky. Das war ohne Witz... Solche Schüsse muss man eigentlich verfehlen, weil ich war noch sehr weit aufgeaimt. Es war nur eine Ecke. Und ausgerechnet da treffe ich. Naja, ist auch Skill. Ist ja auch Skill. So. Wie wir sehen, ist im Süden Party. Ich fahre jetzt einfach in die Stadt rein. Räumen da ein bisschen zur Seite. Warte mal. Centurion. Ratchet. Progetto. Könnte man HE überlegen. Wir schauen mal, was wird. Ey, warum überholt der über rechts? Ist der Jack? Ja! Schön Centurion in Arsch! Geil! T10er! Penetration! Das ist eine gute Runde. Jetzt müssen wir die nur nach Hause holen. So. Junge, was hier auch für ein Fuhrpark ist. Wie machen wir das? Jetzt hole ich... Ja, die holen die Badget auf jeden Fall. Ich fahre hier Süden raus. Oh. Progetto Amaretto. Ah, er hat Respekt. Ich habe Respekt. Nice. Alter. Das war sogar relativ auf die Gun. Und ich habe trotzdem Damage gemacht. Nice. Badget tot, oder? Yes, sehr gut. Jetzt knallt's aber. Oh ja, auf einmal rennt's. Wargaming hat Segen an. Aber ich will's... Genau, ich will's nicht übertreiben. Das ist eine nicht so geile Posi. Ich sehe ihn nicht, aber er mich, oder was? Enemy armor is damaged. Geil. Sehr gut. Alter, wie ich hier reinrasiere gerade. Ich könnte sogar jetzt runtereiern. Da sind auch noch zwei. Aber wenn ich hier runterfahre, dann schießen die von allen Seiten auf mich. Da hinten wäre noch einer. An den komme ich nicht ran, oder? Nee. Der ist tot, okay. Puh, doch nicht. Ich glaube... Oh, ich will es jetzt nicht verkacken. Ich fahre ein bisschen vor. Lol. Oh! Oh, Baby! Bruder, wir haben 3600 Schaden. Der ist alleine gegen die zwei. Der wird er jetzt verlieren, wa? Aber der hat noch Backup mit dem T30. Ich fahr jetzt rüber. Let's go to the mall. Wenn ich in die Senke komme, ohne zu kassieren von den Links, ist gut. Ja, sehr gut. 12-3. Alter, rennen wir die runter. So, wo ist der kleine Mann? Hallo, Sönke. Oh nö, das ist unfair. Sollte ich eigentlich... Ich muss tatsächlich... Ja, ich drücke ihn mal aus der Senke. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Noch bin ich nicht aufgegangen. Willst du mich verarschen? Let's find another target.
Digga. Bruder, ich... Es war grün auf dem Dach. Hilfe! Hilfe! Ja! Oh Gott! Gott im Himmel! Ey, dass ich da um die Ecke komme und zu faul bin zu aim, einfach nur Rechtsklick drück und schieß. Digga, und dann, ich glaube, ich habe ihn auf die... Also der Turm ist actually krass vom Kevin, Kevin 98. Ich kenne den Panzer auch nicht. T-54D, was ist das? Digga, okay, der Turm war krass. Ich konnte ihn dann aufs Dach, aber dann ist mit dem Winkel schwierig, wenn man so nah dran ist. Aber das ist eine gute Runde. Digga, Zweitmeister Schaden. In der Runde. Geil. Kein Kill. Kein Kill, though. Ja, T30 ist einfach Verlass. Ohne Witz. Auf den ist einfach Verlass. So, wie viel bräuchte ich denn hier noch? Boah, 100.000. Ich könnte mir richtig viel Free EP holen. Habe ich eine Blaupause? Nee, ne? Na gut. Rein. Ja, T30 ist einfach geil. Ja, Kevin hat den krassen Leuchtturm, Alter. Was ist das für ein Emote? Pack Shake. Wie viele Varianten haben wir? Küsse dein Herz, Henno. Über Jahre gucke ich schon deine Videos. Dankeschön. Küsse zurück. Für dich hole ich jetzt den Sieg. Hardcard tot. Rewiving, Alter. Steel Buggy und Texo Waste auch wirklich nah, sehr nah am VIP-Tum dran, glaube ich. Wie viele Plätze haben wir eigentlich noch? War das von vorhin? Das sind Dennis und Karl, oder? Oder wer ist denn das hier im Hintergrund? Vorne ist Karl und hinten? Ist das Dennis oder ist das Dario? Anyway. How's your sex life? Das ist vom Ellenring-Marathon, okay. So, ich fahre jetzt hier in die Big City. Wir sind zu viert. Kann nichts schief gehen. Naja, also was schief gehen kann, ist ein AMX, ein VZ, ein Karo, Digga, STB1, wobei den blase ich weg. Ja, und VZ auch, easy. TVP, actually ist, also es geht. Es geht. Für mich. Dahin kommt der VZ. Naja, also es ist ein bisschen cope mit, es geht, aber... Ah, ich bin ja Emil, ich war gerade noch voll im T30. Okay. Bruder, hier wird viel geschossen, aber irgendwie trifft keiner. Oh, geil, der VZ hat kassiert. Schön. Ich gehe vorne an die Ecke. Vielleicht kann ich dem VZ einen einschenken. Ich dachte tatsächlich, er guckt nach links. Es sah so aus, als ob der Turm eingedreht wäre. Hm, der Sidescrape da, Ecke hoch. Aber die machen da im Hof auf jeden Fall gut Remi-Demi. Oh, der hat geschossen. Dann fahre ich jetzt rüber. Schieß mal mein Magazin leer, oder? Oh! Scheiße. Haben sie gut gemacht. Ich lade mal nach.
Den einfach pushen. Ehrenlos. Machen wir auch gerade schon. Oh, dahinter ist noch der Karo. Der brennt aber, der brennt. Und der hat keinen Feuerlöscher. Der stirbt. Er stirbt nicht. Oh, sehr gut auf dem Deckel. Hoppala. Geschossen. Treffer. Schön auf dem Deckel. Boah, der ist gefrustet. Den habe ich noch. Klar, HE. Nice. Und let's go. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vollgas, Mailand. Ich repariere mal Ketten. Wir haben die Kette repariert. Ja, habe ich ja. Ja, habe ich gerade gesagt. Wiederholt er zweimal die dumme Sau. So, Abfahrt. Wie lange brauchen wir, bis man gut ist in dem Game? Und wie lange brauchst du noch? Ja, touché. Also, es ist halt ganz viel Map- und Panzer-Knowledge. Und ich würde sogar sagen 90%. Und 10% sind dann wirklich Mechanics. Also, wie gut du schnell... Digga, wir haben gewonnen? What the fuck? Also, du musst halt wissen... Von jedem Panzer musst du die Weak Spots wissen. Du musst, je nachdem, welche Panzerart, fast sogar teilweise, welchen einzelnen Panzer du spielst, die richtigen Spots auf der Map wissen für dich. Ja, und dann natürlich so einen Map-Verlauf betrachten und wissen, was man sich leisten kann. Das ist wirklich super viel, einfach nur Knowledge. Was kostet das Game, das du published, Tenno? 10 Euro, ist gerade reduziert. Bis 31. Juli. Genau, es gibt so eine Faustregel für die Weak Spots, also Unterwanne, das ist quasi... Die Wanne ist die Oberwanne und die Unterwanne. Und Unterwanne ist immer, eigentlich fast immer am besten zu treffen. Oberwanne, weil die hat so... Also Oberwanne ist halt ordentlich gepanzert meist. Auf Kanone eigentlich nie schießen, da ist die krasseste Panzerung, dadurch dringen wir halt nicht. Hier bei manchen Panzern und ansonsten immer oben der Deckel. Ja, und seitlich einfach voll rein. Und hinten und alles seitlich. Wobei, es gibt auch Panzer, wenn die so angeschrägt sind, dass die Sidescrapen, die haben dann seitlich auch übel viel Panzerung. Wir fahren runter. Wir kennen jetzt die Map mal von der anderen Seite. Ich habe jetzt ein bisschen reingeintet, weil ich sehr spät dran bin, aber ja. Wie wäre es mit einer Learning-Runde für WOT? Also ich denke mir, was ich mir immer denke... Seit, ich glaube, 8 oder 9 Jahren bringe ich jetzt World of Tanks. Auf dem Hauptkanal, auf dem Zweitkanal. Ich stream das immer mal wieder. Seit 9 Jahren konstant. Und, ja gut, ich habe auch immer mal wieder neue Viewer, ne, so gesehen. Aber ich habe das Gefühl, ihr kennt halt das Game. So, wir brauchen jetzt hier keine Klausur. Digga, wie hart pushen die rein? Crazy. Hallo, Objekt! Ja! Wir können die gerade übel bestrafen. Eieieiei. So muss man es halt eigentlich spielen. Soll ich da einfach mal YOLO reinrammen? Schon, oder? Komm, let's go. Ja, da hat rechts einer geschossen. Sehr gut. Noch bin ich nicht offen. Jetzt geht's ab. Let's go. Oh mein Gott, ich bin ein Gott-Gamer. Ja! Junge, fucking E7! Weggeogert! Das war so ein Genius-Play. Da hatte ich richtig Zug drauf. Aber auch ein bisschen Glück, dass... Also, damit rechnet auch keiner. Junge, Junge, Junge. Ich habe uns gerade das Game gewonnen, glaube ich. Der war wichtig. Der war wirklich wichtig. Beide Artis sind T10. Was ist das für eine asoziale Scheiße? So, E5. Also da können sie am Hang sein, wie wir wissen. Da hinten auch. So, ich pieke hier mal kurz. Kurz. Okay, mutig.
Unterwanne? Was? Da. Arti? Schnell. Den hab ich. Okay, vorfahren. Ja, Mailand! Kette! Schizo, Kette! Kette getroffen, Kette, wieder fahrbereit, Kette! Ist doch gut! Milan! So, hier oben rechts steht ein Badget. Vielleicht noch? Oh, das ist eine geile Hull-Down-Position für mich. Aber wir müssen hier gar nicht... Ah, ich habe hinter mir ordentlich Verstärkung. Eigentlich sollte ich jetzt versuchen zu spotten. Okay. Da. Da ist Uno. Oh mein Gott, das ist ja juicy. Ja, das tut weh. Haha. Yes! Ja, Mann! Oh, das ist eine gute Runde, aber die Arti wird mich jetzt abknallen. Ich lass mich ein bisschen... Ich lade mal nach und lass mich zurückfallen. Digga, 2500 Schaden. Ist halt ein geiler Panzer, weil der hat so einen Clip, ne? Ihr seht hier so drei Munitionen, drei Schüsse. Und ich lade alle drei auf einmal nach. Und zwischen den Schüssen ist geringer Cooldown. Wie so ein Magazin. Ja, ist ein Magazin, letztendlich. So, ich versuche nochmal, Leute aufzudecken. Okay. Hey, was macht der denn? Der zeigt mir immer seinen Eierkopf, Alter. Oh, da ist noch ein Minotauro. Schön. Ich könnte ranpushen. Aber ich habe Schiss, dass noch ist nicht gewonnen. Oh, Digga, die sind bei uns in der Base. Okay, Conwell dreht um. Aber wenn die in der Base sind, dann fahre ich jetzt. 6-6. Nein, das ist dumm. Badget war da. Oh, okay. Da oben ist ein Hori. Wahrscheinlich da. Sie sind bewegungsunfähig. Wir haben die Kette repariert. Arschatz. Ja, das war dumm. Es war also obvious. Scheiße, ich bin tot. Heilige Scheiße, Bruder. Aber dass die da oben in unsere Base fahren, ist eigentlich ganz schöner Int, ne? Wir haben die gecleared. Ich habe gerade riesen Respekt vor der Arti. Da hinten ist noch ein voller Objekt. Oh, never mind. Okay, Arti hat geschossen. Okay. Das war nicht lucky. Das war alles kalkuliert, Scheiße. Also da oben hocken zwei Jagdpanzer. Irgendwo. Alter, mit alt sieht man, wie sehr die Full Life sind. Okay, ein Jagd... Genau. Nee, warte mal. Ein Jagdpanzer und ein Medium ist da oben. Ich glaube, ich chill. Ich chille. Deswegen jetzt, ich bin halt hier... Also sobald ich aufgehe, bin ich tot, weil die Arti wird auf mich schießen. Das heißt, wir lassen jetzt mal den Gegner... kommen. Ich glaube, hier gucke ich, dass wenn da Badget peakt, ich ihn sehe. Aber ich glaube, da oben steht Ena. Oder da. Da kann man so hochfahren. Das ist ein Plateau. Ja, da. Nee, da so hinter den Bäumen sind, glaube ich, Büsche. Und ansonsten da. So, Cobra da. Siste. Oh, die Arti hat nicht auf mich geschossen. Aber genau das. Alter, ich bin so gut. Ich bin aufgegangen. Das heißt, ich chill jetzt erstmal wieder. Oh, hätte ich HE. Oh, die Gegner haben noch ein bisschen mehr Arti. Die haben Arti-Verstärkung. Kunze-Panzer ist down. Was ist denn da los? Gibt es ein Godgamer-Emote? Steve-Buggy. Bist du besoffen?
Gedodged, aber gedodged. Da müssen wir aber schnell los. Kein Durchschlag. Hm. Ja, danke. Bruder, 2 T10-Artis auf meinen Arsch. Und auf einmal sieht's ultra gut für die Gegner aus. Scheiße. Oh, den ersten habe ich sogar gedodged. Bin ich so schön reingekurvt nach hinten. Wo zielt er denn hin? Ist er AFK? Warte mal, was macht er? Also oben auf dem Plateau haben wir ja Mates. Na gut, aber sehr weit weg. Was er hier... Okay, er hat sich crazy eingegraben. Erwarten wir da Gegner? Hä? Ja eben, die sind nur hinter... Der ist AFK. Der ist AFK. Und er schießt daneben. Er schießt daneben. Ein 100 von uns ist AFK. Und er stirbt fast am... Was ist das für eine Runde? Es ist ja Katastrophe. Schön nah ran. Der hat keinen drehbaren Turm. Nice. Jetzt könntest du versuchen. Ja, sehr gut. Seitlich. Oh, ich glaube, es gewinnt tatsächlich unser Minotauro. Es sei denn, der lädt HE. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war's. Du hast Zeit. Ja! Komplett outplayed, der war full life. Das ist so eine verrückte Runde. Das war ja gerade... Der E100 lebt immer noch? Das check ich erst jetzt. Ich spectate den ja. Der steht hier an. Okay. Das kannst du keinem erzählen. Was quasselt die jetzt? Okay, hier reiten wir jetzt eine Attacke mit dem Kunze-Panzer. Die Gegner haben den Cobra und das Objekt ist hier irgendwo. Da. Oh, insane gut. Insane gut vom Kunze. Nicht kippen. Die Kette ist kaputt. Doppelte Arti. Ja. Und rammt. Die Arti rammt den Jagdpanzer tot. Cobra da hinten hat den Minotauro erledigt. Das ist eine der verrücktesten Runden, die ich je in WoT hatte. Ist das eine Clownsfiesta? Nicht stehen bleiben, Bruder. Oh, die Arti. Oh, der stirbt an der Arti. Keine Chance. Bruder, du stirbst. Da kommt er. Ha. Was macht die andere? Oh Gott, ja. Was macht die andere Arti? So, Last Man Standing. Dass er sich nicht versenkt, ist ehrenhaft. Vielleicht macht das. Ja, er macht's, oder? Versenk dich. Die gegnerischen Arti-Panzer haben 5 Kills. Ich will nicht... Ich guck jetzt nach, wie viel Schaden die gemacht haben. Das ist so eine Frechheit, Digga. Wirklich. Das ist... Die hocken in der Base... Und spielen ein ganz anderes Spiel. Wisst ihr, wie Arti-Gameplay aussieht? Das ist so top-down und man macht wie so... Also wirklich. Actually hat die Badget insane Damage gemacht. Hier, ja, das ist die eine Arti. 2600. Ne, der Hori ist das nicht. Das ist die andere Arti, oder? Hori? Ich bin überfragt. Nee, der Hori war doch der so geintet hat. Da haben wir doch gesehen, der wurde doch komplett outplayed. Der hat vorher 5300 Schaden gemacht? Oder gibt es denn noch einen Hori? Das ist eine Arti? Was ist denn der zweite Arti? Das hier, ne? Nee. Der! Bruder, der Hori...
der von Minotauro, der kam mit Full Life angedübelt. Und unser Minotauro hatte, glaube ich, was hatte der an Leben? Der hatte ultra wenig Leben, right? Und der hat vor dieser Situation 5300 Schaden gemacht und wurde einfach dann crazy outplayed. Ist das funny? Das ist ja crazy. So, und bei uns? Da war ich gut dabei. Und der Minotauro, ja, durch das eine Play, der hat den halt komplett leer gesackt. Crazy. Ich krieg keine Auszeichnung. Die waren alle im Zug, guck dir das an. Und die Gegner, oh, das war ja komplett wilde Runde. Oh, das war insane. Das war ja wirklich absolut insane. Vielen Dank fürs Zuschauen. Waren coole Runden, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Montag bei der Baller League. Und bevor ihr jetzt abschaltet, das wird insane. Wir machen dann Public Viewing. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Und wir planen richtig fetten Stunt. Johannes hat heute zu mir gesagt, das ist wahrscheinlich das Krasseste, was wir je nach Baller League gemacht haben, was wir da geplant haben an Stunt. Ich freue mich. Tschüssi. Danke, dass ihr dran geblieben seid.